Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum Jungfrau-Zeitung Panorama. In der heutigen Sendung kommen wir von Brasilien über Brienz bis nach Thun. Das sind unsere Themen. Ein Brasilianer an der Gigabauschule Brienz und grosse Freude vor der Ironman Switzerland Premiere in Thun. Zuerst aber einen kurzen Überblick über die News von heute. Die Fusion ist vom Tisch. Militärschützen Unterseen lehnen den Zusammenschluss mit der Schützengesellschaft Matte Interlaken Unterseen ab. Das hat der Verein in der Hauptversammlung beschlossen. Das Oberland geht leer aus. Bei der Auszeichnung vom Berner Wein des Jahres hat Winzer aus der Region keine Chance gehabt. Alle Preise vom diesjährigen Wettbewerb gehen ins Seeland. Vier Frauen schwitzen für einen guten Zweck. Eine Gruppe von Pflegefachfrauen aus Bern startet am Inferno-Triathlon mit dem Ziel, möglichst viel Geld für das erste Schweizer Kinderhospiz zu sammeln. Los geht's für die vier Hobby-Triathletinnen, die am Samstag. Der Brasilianer Alan Jonas Brito war schon vor 2 Jahren einmal zu Brienz, das im Rahmen eines Praktikums an der Gigabauschule. Im Herbst kommt er zurück. Wir sind angefragt worden von einer brasilianischen Organisation, ob wir bereit wären, den Alan Jonas Brito zu einem Praktikum einzuladen. Bereits zum 2. oder 3. Mal kommen junge Geigenbauer aus Brasilien, um hier Praktika zu machen. Wir bieten das gerne an, weil wir wissen, dass das Know-how, das sie hier erlangen, dann von sehr großem Nutzen ist bei ihnen zurück. Also ich kann erstmal sagen, was es nicht braucht, nämlich ein Flugticket. Also er hat ein Flugticket geschenkt bekommen von der brasilianischen Regierung, um hierher zu kommen. Und es braucht auch nicht Bereitschaft von uns. Also wir freuen uns wahnsinnig, dass er kommt. Was es noch braucht, sind so ein bisschen finanzielle Mittel. Also er muss hier auskommen für seinen Lebensunterhalt, für seine Miete brauchen wir noch Mittel. Und das Schulgeld hier an der Schule fehlt sozusagen auch noch. Und wenn sich noch Spenderinnen oder Spender finden würden, die helfen, diesen Austausch zu ermöglichen oder vielmehr diesen Besuch zu ermöglichen, dann wäre das natürlich sehr schön für Alan Jonas. Was er auch braucht, ist eine Unterkunft. Also wenn in der Gegend von Brienz, am besten fußläufig, zur Geigenbauschule sich noch eine Unterkunft finden würde für den Zeitraum von Mitte Oktober bis Weihnachten, dann wäre das auch sehr hilfreich. Am 5. September geht's los. 1400 Triathletinnen und Triathleten sind zu Gast in Thun. Der Bruno Stüdle war für uns an der Medienkonferenz im Hinblick auf den Grossanlass dabei gewesen. Liebe Medienschaffende, sehr verehrte Damen und Herren, ich darf mich ganz herzlich willkommen heißen zu dieser Medienkonferenz im Hinblick auf den Ironman vom 5. September. Ich freue mich natürlich, dass jetzt der endlich stattfindet. Wir haben unseren ersten Kontakt mit der Organisation Ironman haben wir im 2014, meine ich mich auch besinnen. Für mich hat es angefangen mit einem Telefon vom damaligen Chef von BR Tourismus. Und nachher haben sich die verschiedenen Standortpartner zusammen, die Stadt Thun, Kanton Bern, BR Tourismus, Tourismusorganisation Interlaken Thun, Thunersee, mit verschiedenen Gesprächen geführt und man hat nachher können, dank gemeinsamen Effort und Effort auch von unserer Stadt, Frank Heinzmann, der da ist, ist ganz federführend tätig gewesen, haben wir nachher können den Anlass von Zürich auf Thun holen. Und weil wir einfach das Gefühl haben, der Anlass der passt einfach gut zu uns. Ihr seht hier, Eigenmönch, Jungfrau, das passt einfach so. Schöne Velofahren und Marathon. Das passt einfach schon so zusammen. Es passt unsere einzigartige Landschaft. Es passt unser strategisches Ziel, unsere Stadt und unsere Region als lebenswerte Region und Stadt am Wasser noch mehr in Fokus zu stellen. Es ist erwähnt worden, der Umzug von Ironman Switzerland nach Thun. Das war für uns ein sehr grosser Schritt. Überhaupt nicht wertend. Das war auch nur schon vom Aufwand her sehr ein grosser Schritt. Wir haben gehört, eben 2014 waren die ersten Gespräche, in denen die Stadt Thun involviert war. Das heisst, dass wir mit dem BE-Tourismus schon etwas vorher in Kontakt waren. Also ist es noch etwas länger her. Es ist fast nicht zum Glauben, aber es ist jetzt 2021 und wir stehen jetzt wirklich da, ein bisschen mehr als 2 Wochen vor dem Anlass und freuen uns natürlich riesig. Das Event, die Lokalität hier,
ist für mich persönlich wow. Ich hätte, wenn das Event in meiner aktiven Zeit noch gesehen wäre, ich hätte es immer vorgezogen, dort zu starten. Und ich glaube, Athleten in der ganzen Welt werden das genau gleich sehen. Ich bin Heimweh Berner Oberländer, also ich bin sicher nicht ganz objektiv, aber ich bin gleich schon an Asien, Amerika, in Europa, so viele verschiedene Wettkämpfe gewesen. Ich muss sagen, das ist einfach die schönste Strecke, die ich gesehen habe. Und vielleicht muss sich Ironman sogar mal noch überlegen, ob man vielleicht noch eine Zeitneutralisation irgendwo einbaut. Zum Beispiel das Burgistein oben, dass man die Leute wirklich auch in Ruhe das Panorama geniessen da, das Dreigestirn. Die Station noch, genau. Genau, das wäre vielleicht mal... Also, das ist wirklich, ich glaube, dort wird der eine oder andere, also das kennst du, das gibt Energie, das gibt Hühnerhaut, das motiviert für die zweite Runde, dass man das nochmal sehen darf. Also, es ist wirklich sicher eine anspruchsvolle Strecke, auch, aber sie gibt auch sehr viel zurück. Ob das Wetter für uns einen Touch Brasilien parat hat, das wissen Kolleginnen von Meteonews. Von unserer Seite, vom Jungfrau-Zeitung Panorama, wäre es gewesen. Uns gibt es morgen wieder. Bis dann, auf Wiedersehen miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Interlaken Tourismus. Ihr Jungfrau-Zeitungswetter für das Berner Oberland. Ganz herzlich willkommen. Am Morgen hat sich in den tieferen Schichten noch ein bisschen feuchtere Luft festgehalten, die sich in Form von hochnebelartigen Wolken gezeigt hat. Gegen Nachmittag haben sie sich teils gut auflockern und interalpin ist die Luft den ganzen Tag trocken. Ja, und morgen geht es auch noch mal sehr sonnig weiter. Nebst der Sonne verzieren nur ein paar Quellwolken den Himmel. Das bei um die 14 Grad in Interlaken, Spiez und Thun. Am Nachmittag steigen die Temperaturen 10 Grad an, da haben wir um die 24 Grad, da um den Brienzer und den Thunersee 20 Grad gibt es in Adelboden. Es geht damit ziemlich viel Sonne und ein paar Quellwolken weiter. Da kann man also sehr gut noch mal eine Wanderung planen. Der Samstag zieht da gerade noch mal mit. Es ist meist sonnig mit sommerlichen 26 Grad. Und nach einem sonnigen Sonntagmorgen kommen dann immer mehr dichte Wolken auf mit einem steigenden Schauer- und Gewitterrisiko. Teils kann es da auch heftige Gewitter geben. Die neue Woche präsentiert sich dann aus einem Mix aus Sonne, Wolken und einzelnen Schauer. Das bei 21 bis zu 22 Grad. Ich wünsche einen guten Endspurt von dieser Woche und hoffentlich bis auf bald wieder. Wieder schauen miteinander.